So, unser Überraschungspaket ist da von der Firma Fevor. Das ist eine Kühlbox, eine Kompressorkühlbox. So, da ist sie drin. Ja, alle Fälle schon mal gut verpackt, dass man so sieht. Und, naja, dann kommt schon mal ein bisschen was zum Vorschein. Jetzt will ich sie mal rausheben. So, da steht sie jetzt schon mal ausgepackt. Man sieht es, es sind Rollen dran. Wir haben im Lieferumfang einmal ein User Manual in Englisch für die Box T36, ein Anschlusskabel, Netzteil 100 bis 240 Volt Bereich mit dem Stecker für die Kühlboxseite und einmal ein Zigarettenanzünder. Kabel in der Länge 3,5 Meter circa. Die Fevor-Box haben wir ausgepackt und jetzt mal hier bei uns auf der Terrasse. Genau, und schauen wir uns mal das Innenleben an. Ne? Genau. Das sind also zwei praktische Körbe. Man kann auch beide rausnehmen. Genau, es ist also ein linker und ein rechter Bereich her, den man trennen kann. Sitzt der Kompressor. Gell? Mhm. So, jetzt kann man entweder hier frieren und hier kühlen oder umgekehrt. Genau. Oder man kann das rausnehmen. Und da kann man komplett das als Gefrierbox nehmen. Genau, als wenn man extra Kühlschrank hat oder nur kühlen damit. Dann hat man richtig die vollen 36 Liter Platz. Ja, das finde ich auch sehr praktisch. Und? Und da unten ist ein Bodenauslass, wenn sich mal Wasser angesammelt hat, ja, oder wenn man es sauber machen muss. Ein Stöpsel, genau. Dann kann man auch den Stöpsel ziehen, kann es schön sauber machen, das Wasser läuft dann nach unten raus. Sehr gut. Man muss ja also nicht kippen oder irgendwas. Ja, und die Trennung funktioniert so, dass die Kühlbox erkennt, dass es zweigeteilt ist und der zweite Stauraum, ja, genau, das wird hier reingeschoben und da unten ist, ich weiß jetzt nicht, Magnet oder irgendwas drin, das schaltet, sodass die beiden Temperaturregelfelder ein sind. Zeigt man dann natürlich noch im Einzelnen. Also das Bedientableau ist auch zweigeteilt, sodass dann beide Seiten getrennt steuerbar sind von der Temperatur. Cool. Was ja gut ist, wenn man auf der einen Seite einfrieren will und auf der anderen Seite zum Beispiel nur kühlen. Aber das zeigen wir dann im Test noch, wie es funktioniert. Stimmt, wenn das heraus ist, dann geht ja nur eine Temperaturanzeige für alles. Da muss man nicht beide einstellen, weil nur einer geht. Ah, ja, ja, so ist es. Deswegen der Magnetschalter. Jo. Ansonsten ist sie mit 14 Kilo nicht zu schwer und ja, universell einsetzbar. Camping, Outdoor, Gartenhaus. Party. Genau, wenn man mal mehr Getränke noch kühlen muss, die nicht mehr in den Kühlschrank passen. Oder eben, wenn man unterwegs ist und mal mehrere Gäste hat und viel kühlen muss. Ja, selbst im Auto kannst du mitnehmen erstmal, wenn du irgendwo hinfährst. Der hat ja auch so einen Batteriewächterschutz drinnen. Ne? Genau, für die Autobatterie. Mhm. Und ja, wir testen es im Wohnmobil und mal bei uns auf unserem Dauercamping. Als nächstes schauen wir mal, wie sie bei uns ins Wohnmobil, in die Heckgarage passt. Und dann, ja. Ja, schaut jedenfalls super aus mit den Rollen. Kann man es anheben und mit den Rollen dann fahren. Also auch leicht transportabel. Genau. Cool. Dann packen wir es mal wieder ein, die Körbe. Ne? Genau, dann fahren wir mal zum Wohnmobil damit. Hier in der ersten Testphase gestern ausgepackt und heute mal ins Wohnmobil reingestellt. Die Fevor T36. Ja, vielseitig anwendbar, nicht nur natürlich in der Heckgarage. Bedienung, die zeigen wir noch mal ausführlicher. Genau. Ein Wochenende hier auf unserem Dauercampingplatz und wir testen weiterhin unsere Kühlbox von der Firma Fevor. Hier
diese 36 Liter Kühlbox. Ideal für den Camping, Freizeitgebrauch, ob mit Wohnmobil, Boot oder auch wie jetzt an diesem Wochenende bei uns hier auf dem Dauerstellplatz nutzbar. Stromverbrauch ist ja immer mehr im Vordergrund ein Thema. Strom wird teuer. Wir betreiben es hier jetzt über unsere mobile Batterielösung mit 100 Amperestunden Lithiumbatterie und Solarpanel. Wir haben auch hier oben am Dach nochmal eine Solarplatte und können so unsere Batterien gut laden und sind relativ unabhängig vom Landstrom hier. Und da kommt natürlich so eine Box wie gerufen. Die Box wiegt 14 Kilo, hat 36 Liter Fassungsvermögen und Abmessungen 72 x 36 x 36,8 cm. Die Temperatur ist hier über das LCD-Bedienpanel hier getrennt regelbar. Es gibt einen Max- und einen Eco-Modus. Und die Lautstärke, wenn der Kompressor läuft, wir hörten, sind kleiner 45 dB. Man kann es über eine mobile App steuern. Über Bluetooth mit dem Handy eben verbunden. Die beiden Klappgriffe hier an der Seite. Einmal hier auf der rechten Seite noch mit Verlängerung, damit man sie eben über die beiden Rollen ziehen kann. 12, 24 Volt Gleichspannung und 100 bis 240 Volt Wechselspannung für Heim- und für den Fahrzeuggebrauch. Die Temperatur kann man regeln von plus 10 bis minus 20 Grad. Das heißt, auch in den unterschiedlichen Fächern eben mit einer sehr großen eben Bandbreite, Temperaturbandbreite. Der Energieverbrauch ist ca. 45 Watt. Wir haben einen USB-Anschluss oben. Das Ganze ist aus ABS-Kunststoff. Ist CE-zertifiziert, die Box. Ist FCKW und FKW frei. Und ja, ich würde sagen, günstig. Preis-Leistung wirklich top. 284 Euro im Moment. Und ja, wir testen jetzt mal diese Gefrierfunktion. Na, schauen wir uns mal die App an, die man im App Store oder im Play Store, Android oder iOS runterladen kann. Ich habe jetzt hier die rechte Zone, die Gefrierzone in der Abbildung. Da haben wir hier minus 18 Grad Einstellung und im Moment hat es minus 14 Grad. Und die linke Seite habe ich ja auf 6 Grad eingestellt und da sind wir bei 6 Grad. Also auch schön zu überwachen, ohne dass man immer zur Box muss. Die Box läuft jetzt im Modus High, nicht im Eco, weil ich ja gefrieren will und es soll ja ein bisschen schnell gehen mit dem Eis. Heißt, Verbrauch hier laut meiner Anzeige von meiner Batterie 3,9 Ampere zieht die Box bei 13,3 Volt. Und das sind dann umgerechnet ca. 52 Watt laut Ohmschen Gesetz. Leistung, Spannung mal Stromaufnahme. Jo. Man sieht es jetzt sehr schön. Die rechte Kammer ist auf minus 18 Grad und die linke hat 6 Grad. So wie eingestellt. Und jetzt möchte ich mal testen, wie lange es braucht, bis mein Eis gefroren ist, rechts.
Und auf der linken Seite soll natürlich nichts einfrieren. Das wäre mal so der Test. Und der zweite Test wäre, was habe ich dann an Energieverbrauch? Wenn sie jetzt im, wir haben hier auch Max-Modus, das heißt, sie läuft jetzt nicht auf Eco, sondern auf Max. Und ja, was verbrauchen wir Strom in dieser Zeit? Wäre auch interessant. Jetzt über Nacht alles richtig festgefroren. Hier. Und links habe ich mein normales Kühlgut bei 6 bis 7 Grad. Und es ist tatsächlich so, dass dann hier nichts eingefroren ist. Ist ja auch wichtig, dass man dann nicht auf der anderen Seite unten den Frost drin hat. Das funktioniert. Ergebnis. Test Gefrierfunktion. Richtig schöne Eiswürfel erzeugt. Allerdings muss man dann sagen, der Stromverbrauch, der sonst so, wenn man die Box als normale Kühlbox verwendet und 6, 7 Grad einstellt, liegt ungefähr bei 6 Amperestunden. Und Stromverbrauch. Und hier hat die Box jetzt von gestern Abend, 19.23 Uhr, von 93% auf jetzt heute Morgen 62% meiner 100 Amperestunden Batterie verbraucht. Das entspricht ungefähr 30 Amperestunden. Knapp 30 Amperestunden. So, als Fazit zur Box. Im normalen Kühlmodus, als Kühlbox mit 6 bis 7 Grad Einstellung, braucht sie wirklich sehr wenig Strom. Da habe ich so einen Durchschnittsverbrauch von 6 Amperestunden pro Tag ermittelt. Allerdings, wenn man dann aufteilt in Gefrier- und Kühlebene, dann verbraucht sie wesentlich mehr. Da sind wir bei einem Stromverbrauch von 30 Amperestunden in ca. 12, 13 Stunden. Funktioniert gut. Den Link zur Box füge ich in die Beschreibung unten ein und auch einen 5%igen Rabattcode. Die Box hält das, was sie verspricht. Das haben wir jetzt in dem Test ermittelt. Und ja, Preis-Leistung wirklich top, würde ich sagen. Dann bis bald. Tschüss.